Hi ihr Lieben, willkommen zum Freitagsrelease. Das heutige Thema lautet Valentinstag. Ja, ist noch ein paar Tage hin, aber ich meine, bis ihr bestellt habt, dass das dann bei euch ist und bis ihr dann noch basteln könnt, braucht ihr ein bisschen Vorlauf. Deswegen ist heute schon 2. Januarwoche Valentinstag bei Kreativdepot. Und vermutlich könnt ihr es euch schon denken, es ist etwas herzlastig. Ich habe eine kleine, aber feine Auswahl mitgenommen. Und die schmeiße ich euch hier mal auf den Tisch. Ich zeige euch mal die Produkte. Und zwar habe ich 2 Stanzensets. Das erste Stanzenset ist wieder von Frau Blütenstempel. Noch, Mensch. Besteht aus 4 Teilen. Und heißt Herzanhänger. Ihr habt, wie der Name schon sagt, hier so ein Anhängerkördelchen. Eine passende Aufhängungsschleife. Machen wir so rum, dann sieht man es vielleicht besser. Dann ein Grundherz und dann noch ein Herz, das man so als Layer drauflegen kann mit so kleinen Punkten. Und ich zeige euch mal, wie das dann aussehen kann. Das wäre zum Beispiel die Stanze mit Herz so auf die Karte gebracht. Ganz süß, ne? Mit der Schleife vor allen Dingen finde ich das ziemlich plastisch. Macht einen coolen Effekt. Dann gibt es aber noch wesentlich mehr Herzstanzen. Die schmeiße ich euch auch mal gleich auf den Tisch. Wenn ich das hier eingesammelt habe, damit nichts verloren geht. Achso, vielleicht noch zu der Größe. Das interessiert ja auch immer den einen oder anderen. Das Herz selber ist 5 cm breit und von Mitte zu Mitte 3,5 cm. Ein bisschen quer hoch sind schon 4,5 cm. Und die Schnur hat 7,5 cm. So. Dann, wie gesagt, gibt es das Set Lieblingsherz. Und das trifft es gar nicht, weil es ist nicht Herz, es sind Herzen. Und dabei sind 5-mal gestitchte Herzen, beziehungsweise die machen wirklich nur, die prägen nur diese gestrichelten Linien. Die stanzen kein ganzes Herz aus, aber es sind ebenfalls 4 ganze Herzen dabei. Achso, könnte ich ja vielleicht auch mal ausprobieren, wäre clever gewesen, ne? Ob das ineinander passt. Von der Größe her, ah, ich würde sagen, nee, es passt nicht ineinander. Es ist genauso groß dann. Man könnte ja aber das große Herz nehmen und dann so ein kleines da noch rein prägen. Naja, also dann, wie gesagt, 4 ganze Herzen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon eins verloren. Ich bin der Meinung, es gab noch ein kleineres. Och nö. So, und dann haben wir hier noch 3-mal den Herzrand. Und jetzt gehe ich einmal kurz suchen, weil ich glaube, es war noch ein kleineres Herz dabei. Man muss auch mal Glück haben, ne? Ich habe es noch wieder gefunden und zwar relativ schnell sogar. Es muss aus der Verpackung gerutscht sein. Also mein Tipp, auch an mich selber, hier Magnetstreifen reinkleben oder gleich das auf so Magnetplatten hauen, damit diese ganz kleinen Herzen nicht verschwinden. Und damit aus 13 Herzen nicht plötzlich so wie bei mir 12 Herzen werden. Also, ein Set mit 13 Herzen und die habe ich so ziemlich auf alle meine Projekte geknallt. welches zeige ich euch? Ich zeige euch einfach mal das große Dankehäuschen. Denn hier seht ihr schon mal die kleinen Herzchen, die im Ganzen ausgestanzt sind. Hier unten seht ihr diesen Rahmen. Und die gestitchten Herzen, die sehen dann so aus. Die prägen sich hier so rein. Hier habe ich das in so ein, wie sagt man denn, Holzelement. Ich glaube, es ist gar nicht richtig Holz. Es ist so eher Art Sperrholzplatte. Ach, was weiß ich, was das ist für ein Material. Aber ich habe es einfach da so reingekurbelt und es hat sich sehr schön reingeprägt, das Herz. So. Und auf der Karte hier eben habt ihr schon ein Stencil gesehen,
eine neue Schablone. Und die ist ebenfalls von Frau Blütenstempel designt. Und heißt Herzchen. Auch wieder easy peasy Name, gut zu merken. Ne? Sieht so aus. Im Ganzen ist wieder eine 6x6 Zoll Schablone. Und wenn man das mit Paste so durchschmiert, kommt dieser Effekt dabei raus. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Außerdem habe ich noch zwei Stempelsets mitgebracht, die passend einmal zum Valentinstag. Fangen wir mal mit dem an. Ich zeige euch mal das Projekt, was ich für meinen Herzensmenschen gebastelt habe. Und da seht ihr auch diesen Spruch, ich liebe dich, oder hier unten steht Liebe drauf. Und das sind Stempel aus diesem wunderschönen Set von Carolas Bastelstübchen. Es heißt Teelichtbotschaften, ich liebe dich. Und im Prinzip sind die natürlich auch, passen wieder auf diese runden Teelichtstanzen. Aber man kann sie natürlich auch ohne Teelichter sehr gut verwenden. Hier ist so ein süßes kleines Herz mit Anhänger. Das wollte ich eigentlich auch noch irgendwo aufstempeln, fällt mir gerade ein, weil ich es so süß finde. Dann habt ihr hier ein Mini-Herz dabei und ein großes Herz und einen süßen kleinen Cupcake. Und eben, ich liebe dich, oder hier Liebe. Liebe geht durch den Magen, steht hier, passend zu dem Cupcake. Hab dich lieb, oder ich lieb dich bis zum Mond und zurück. Das sind wieder super schöne Sprüche. Und wer das Englisch mag und wirklich Valentinstag feiert, ist ja auch noch ein Be My Valentine mit dabei. Und Love is all you need. Ja. Und das ist das, was ich gebastelt habe. Und das zeige ich euch auch gleich im Watch Me Craft. Das ist so eine kleine Verpackung, wo ich hier das Valentinstagsgeschenk für meinen Mann eingepackt habe. Mit diesen schönen Papieren und den Herzen. Die seht ihr hier auch nochmal. Hier habe ich diese Rahmenherzen nochmal so angetüdert. Hier unten habe ich so ein kleines 3D-Element daraus gebaut. Und ja, wie immer, meine Lieblings-kleinen Tech-Stanzen und ein bisschen floralen Kram daran getüdelt. Und die passende Karte dazu habt ihr ja schon gesehen. Und ja, genauso ging es eigentlich auch weiter. Ich habe irgendwie sehr floral gebastelt die Tage. Ich hatte ja im letzten Freitagsvideo erzählt, ich habe ja das zweite Häuschen noch übrig. Und daraus ist jetzt so ein kleines Dankeschön geworden. Das bekommt unsere Postbotin, die super lieb und nett ist und die natürlich für uns eine ganze Menge hier ranschleppen muss. Brauche ich euch ja nicht erzählen, wenn hier jede Woche allein für mich schon ein Paket kommt. Und Charlies Papa ist auch so ein kleiner Besteller geworden. Der bestellt sich für seinen Sportkram immer mal wieder so Ernährungszeug. Und naja, sie muss ganz schön schleppen. Und dafür wollte ich ihr mal ein kleines Dankeschön dalassen. Und diese wunderschönen Dankeschön-Stempel, das ist das letzte Set, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, was ich mitgenommen habe. Einmal steht hier vielen Dank und danke so quer rüber, finde ich auch wieder so eine schöne Schrift. Und auch dieses Dankeschön ist auch so eine schöne Schrift und stammt aus dem neuen Set, Design von Annika Flebbe, Flebbe Art. Es heißt Designline Danke und hat diese wunderschönen Sprüche dabei. Vielen lieben Dank, ein kleines Dankeschön, vielen Dank. Hier ist ein herzlichen Dank dabei. Und dann hier unten noch vielen Dank. Und jetzt auch noch ein kleiner, ein herzliches Dankeschön. Und dann gibt es halt auch noch ein paar ganz große Dankeschön für etwas größere Geschenke. Gut geeignet. Hier drunter steht tausendmal Danke. Danke, 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 danke. Hier ist der vielen Dank-Stempel, den ich auf dem Häuschen drauf habe. Und hier ist nochmal so ein verschnörkeltes Danke und vielen Dank. Ja, oh, das Kind hustet. Ja, Charlie ist ein bisschen erkältet noch, aber schon auf dem Weg der Besserung. So, das sind die Produkte. Hier bei dem Häuschen habe ich euch ein bisschen mitgenommen bei der Entstehung. Ich meine, es war nicht viel bei. Gestanzt und ausgeschnippelt. Ich habe so Restpapiere verwendet und tatsächlich ist davon jetzt auch nicht mehr viel übrig geblieben, denn aus den letzten Resten ist noch dieses kleine Set entstanden. Einmal Karte und Box. Die Box, muss ich sagen, ist super schön und habe ich bei Sonja Mehl auf Instagram gesehen. Dementsprechend werde ich euch da bei der
Herstellung nicht mitnehmen, weil es einfach nicht meine Idee ist. Sie hat da eine Internetseite verlinkt, die werde ich euch mal ins Video schreiben, woher sie diese Box hat. Da gibt es wohl noch mehr. Da muss ich auch noch mal schnökern zum Papierboxen bauen. Und die sieht schon schön edel aus, finde ich. Kleines süßes Goodieböckschen. Und obendrauf ist dann eben dieses Herz und das kleine Dankeschön wieder gelandet. Weiß embossed. Hier, das ist auch eine Stanze von Kreativdepot. Hier diese Blätter. Ich glaube, weiß ich nicht, filigrane Blätter. Irgendwie so wird es bestimmt heißen. Und dazu noch die passende Karte mit einem größeren Holzherz. Auch hier habe ich die neue Stanze da rein gedrückt. Und das vielen Dank genutzt aus dem Stempelset, was ich euch eben gezeigt habe. Ja, und ich muss sagen, wenn ich das alles auf einem Haufen sehe hier, was ich hier gebastelt habe, passt das farblich ganz gut zusammen. Könnte man auch alles zusammen verschenken, aber es hat verschiedene Adressenten. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Watch Me Craft anschließend und freue mich aufs nächste Mal und hoffe, ihr habt ein paar schöne Inspirationen mitnehmen können zu den neuen Produkten. Ciao, ciao! Also für die Box, für das Valentinsgeschenk für Charlies Papa habe ich mir jetzt hier mal die Maße aufgeschrieben von dem, was ich verpacken möchte. Das zeige ich jetzt mal so rum. Ist das Geschenk. Ich hoffe, er guckt jetzt nicht unbedingt. Und selbst wenn, dann hat er sich halt die Überraschung selber verdorben. Also diese Verpackung oder dieses Ding möchte ich jetzt verpacken. Und dafür habe ich mir zwei Papiere rausgesucht. Zwar einmal das Basic Kakaopapier. Das hat hier auf der einen Seite diese Musterung und auf der anderen Seite ist es eben in so einem schönen Cremeton, in den dunkleren. Und dann passend dazu die Winterwiese. Ich finde, das sind sehr schön harmonische Farben. Innenteil. Das heißt, das ist der Teil oder der Boden, wo das Geschenk reinkommt. Dafür habe ich mir jetzt die Maße ausgerechnet, 22 mal 14,7 cm. Das schneide ich mir jetzt erstmal zurecht. Also 14,7 habe ich gesagt. Mal 22. Dann wird es gefalzt und zwar auf der kurzen Seite bei 11,5. Das ist jetzt einmal die Höhe. Wartet, ich möchte, dass es nicht auf dem Kopf steht, also richtig rum. Der Boden soll unten sein. 11,5. Und dann lege ich die lange Seite an bei 3,2. Ich meine, das müsst ihr ja eh individuell machen. Im Prinzip habe ich jetzt, zeige ich euch gleich, was ich da so berechnet habe. Auf der Rückseite sieht man es besser. Und zwar habe ich hier einmal das Bodenteil. Da habe ich also quasi, brauche ich dieses Maß. Das habe ich hier unten einfach dann auf der ganzen Länge gefalzt und dann die Höhe, das ist dann der Rest von der kurzen Seite. Also Höhe und Boden da unten. Und auf der langen Seite braucht ihr einmal das Seitenteil, dann vorne und dann wiederholt es sich wieder. Nächste Seite und Rückseite. Und hier hinten ist eine Klebelasche. Die ist bei mir irgendwie zu lang geworden, sehe ich gerade. Irgendwie, keine Ahnung. Ich vermesse mich ja auch gerne mal. Die kürze ich mir jetzt mal ein. Macht ja nichts. Lieber zu lang als zu kurz. So, dann baue ich mir hier noch. Wo ist denn meine Schere? Nehmen wir die heute, die große. Also. Auf Höhe der Klebelasche hier unten fliegt dieses Rechteck raus. Die schräge ich mir wieder ein bisschen an, die Klebelasche, dass man die später nicht so sieht. Und dann wird der Boden unten eingeschnitten.
also die Pfalzlinien bis zur ersten Pfalz hoch. Und ich schräg mir auch die Seitenteile, also die Bodenteile von den Seiten so ein bisschen an. Dann liegt das nachher ein bisschen ordentlicher übereinander und es guckt nichts raus unten. So. Kurz beiseite, Schätzelein. Ich falze das einmal durch. Geht alles wieder in dieselbe Richtung, nach innen. Und der Boden geht nach oben. Dann bekommt die Vorder- und Rückseite kleine Eingriffe, damit ich später, oder nicht ich, sondern René, sich später das Geschenk da besser rausziehen kann, weil das ist jetzt genau auf Maß. Und ich hatte ja gesagt, 6,5 ist die Verpackung breit. Dann ist die Hälfte bei 3,25 und wie hier, das markiere ich mir, damit die Eingriffe beide gleich sind. 3,25. Nehme mir hier so einen Kreisstanze, schiebe den genau auf die Hälfte rein und stanze aus. Das ist jetzt wirklich im Prinzip Augenmaß, ja, aber bei so einem kleinen Kreis funktioniert das ganz gut mit dem Augenmaß. So. Und dann wird das wieder zusammengeklebt. Easy peasy. Auf die Klebelasche Kleber. Und. Hä? Wieso geht das nicht auf? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich die falsche Seite abgeschnitten? Nee. Eigentlich müsste das ja genau. Nee. Na gut, dann. Aber das verschwindet ja eh. Ich habe hier irgendwo einen kleinen Messfehler drin. Ich glaube, ich habe die falsche Seite als Klebelasche abgeschnitten. Also es wäre optimal, wenn das jetzt auch wirklich hier auf der Kante zum Liegen kommt, aber da es dann später in der Verpackung verschwindet, ist das nicht weiter dramatisch. So, als nächstes kommen die Seitenteile rein. Mache ich auch ein bisschen Kleber drauf. Dann vorne zu und zu, hinten zu. So. Jetzt können wir noch mal ein bisschen gegendrücken von oben, dass auch alles schön anzieht. Und dann verschwindet da hoffentlich die Verpackung drin. Ja, das passt wenigstens. Das ist doch schon mal Gold wert. Gut. So. Das ist der Boden gewesen. Und dann kann man das nachher so hier so reingreifen und rausziehen. Ne? Und jetzt kommt die Verpackung für oben drüber, also der Überstülper. Und da nehme ich mir wieder mein Brett. Und jetzt sieht das Grundelement etwas anders aus. Und zwar muss es einmal hier oben rüber gehen. Das sind dann also einmal 11,5 bei mir plus 3,4 plus 11,5. Das ist dann die Länge von meinem Grundmaß für das Papier, was ich gleich zurechtschneide. Und dann gehen von vorne nach hinten die Klappen rüber. Das heißt, ich brauche an diese 6,5, beziehungsweise ich werde jetzt größer werden. Bei mir sind es dann 6,7, damit ich links und rechts nochmal einen Millimeter mehr habe zum drüberstülpen. Plus
eine Seite plus zweite Seite. Also bei mir sind das 3,4 die Seitenteile dann. 3,4 plus 6,7 plus 3,4. Das ist dann die Breite des Papieres. Und da komme ich auf ein Maß von 26,4 mal 13,5. Aber wie gesagt, ich glaube, die Maße sind irrelevant. Hauptsache, ihr wisst, wie man sich sowas vielleicht berechnen kann selber. Ne? 26,4. Also, die kurze Seite, da kommt jetzt links und rechts einmal die etwas verbreiterten Seitenmaße. Das sind bei mir 3,4 cm. 3,4 Falzen. 180 Grad drehend nochmal 3,4 Falzen. So. Und auf die Länge falze ich jetzt wieder bei den 11,5 cm, also bei der Höhe der Verpackung. 11,5, 180 Grad drehen, 11,5. So, dann kürze ich auf einer Seite ein bisschen die Laschen, indem ich hier anlege. Und bis zur ersten Falzlinie zieht. So. Und diese Klebelaschen hier dienen wirklich nur zum Verkleben der Seitenteile. Also auf einer Seite bleiben die Seitenteile schön gerade, damit es dann sauberen Abschluss gibt. Und auf der anderen Seite sind sie dann gleich eingekürzt, das dient dann nur als Klebelasche. Genauso wie oben, ist auch noch eine Klebelasche. Zack. Jo, das war's schon im Prinzip. Jetzt, bevor ich das zusammenklebe, möchte ich mir hier oben noch ein Eyelet durchziehen. Und zwar genau in der Mitte. Dafür markiere ich mir einmal. Bei 6,6 sind wir dann bei 3,3 ungefähr. Und hier nochmal die Mitte. Von 3,4 sind wir bei 1,7. Also muss da nachher das Loch durch. Und ich möchte hier Fenster einbauen, damit man was von diesem schönen Papier hier drinnen sieht. Und dafür hole ich mir jetzt mal rechteckige Stanzen. So ist der Plan. Also ich habe mir jetzt hier so rechteckige Stanzen rausgesucht, die passend sind zu dieser Form. Da habe ich diese hier gefunden. Ich bin der Meinung, dass die mal von Craft Emotion oder so waren. Aber ich kann es nicht mehr genau sagen, denn ich habe die Firma nicht dazu geschrieben. Vorderseite, Rückseite ausgeschnippelt. Und jetzt werde ich hier noch vorher das Eyelet setzen. Dafür muss ich einmal ein Loch punchen, aber ihr seht schon, das geht mit dieser kleinen nicht. Und ich habe dafür seit Weihnachten dieses Monsterteil und freue mich sehr darüber, weil hier kann man jetzt bis zu, ich glaube, 6 Inch sind das hier. Ja, es sind Inchmaße, bin ich der Meinung. Kann man das Papier so weit reinschieben und dann hier das Loch setzen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das große oder das kleine Loch haben will. Und muss dann hier einmal den Stanzer umstellen hier oben. Das ist also die Crocodile Big by 2. Und
entweder wenn ich nach hinten schiebe den Regler, dann stanzt sie das große Loch. Und dann man hat ja auch die Möglichkeit, kleine Löcher zu stanzen. Klack. Dann ist das hier das kleine Loch. Oder wenn ich dann vorne zusammendrücken will, dann drückt er hier mir das Eyelid gleich zusammen. Das muss man hier oben mit dem Regler immer einstellen. Und schwupps. Aufs große Loch. Gucken, dass ich da hinkomme, wo ich hin will. Umstellen auf Eyelet zusammendrücken. Wo sind die Eyelets? Da habe ich sie hingeschmissen. Ich suche mir jetzt ein breites heute mal. Und nehme mir so ein weiß oder so ein grau. Ich glaube, ich nehme das grau. Schiebe durch das Loch. Und dann gucke ich, dass er mir das hier schön gerade zusammenpresst. Ne? Meine Einstellung habe ich so gelassen. Hier ist die 4 auf der Seite zu sehen und das D. Das heißt also, eingestellt ist, welcher Buchstabe ist denn das? Oh, kann man kaum lesen. Die 1. Hier unten, der Hügel ist auf 1. Und der Nuppi, der das zusammenquetscht, ist auf A. Ja, müsste A sein. 1A. Also ich habe da nichts groß verändert und das passt von der Einstellung sehr gut. Schön mit Gefühl zusammendrücken, ne? Nicht zu doll mit Kraft, sonst zerquetscht ihr euch das Loch und dann wird das hier so eierig und matschig und sieht nicht schön aus. So. Und jetzt kann ich es zusammenkleben. Einmal falzen, also die Seitenteile nach innen. Ich sehe gerade, die Rückseite sieht auch schön aus, ne? Aber ich glaube, das wäre mir zu viel Muster gewesen. Lieber ein bisschen unaufgeregter. Wie man es mag. Und hier oben noch einmal nach innen falzen. Beide Seiten. So. Und dann kommen hier auf die beiden schmalen Laschen Kleber. Jetzt wird alles schön hier oben an der Kante ausgerichtet, dass die schön gerade ist. Zum Glück kann man hier schön durchs Fenster reinfassen. So. Einmal mit dem Falzbein nochmal nachdrücken. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Jetzt drückt mir mal gleich die Daumen, dass meine Berechnungen stimmen und das Teil hier oben drüber passt über den Unterboden und nicht rumlabbert. Ach, herrlich. Ich liebe es ja, wenn ein Plan funktioniert, ne? So, das ist die Rückseite, weil hier die Klebelaschen so aufeinandertreffen, diese Kanten. Und die Vorderseite kann ich jetzt noch ein bisschen ausdekorieren, dieses Fenster. Und da gucke ich mal, was mir da so an Stanzen und so in die Hände kommt. Ach so, und hier oben muss ich hier noch ein Band durchziehen, damit man das so schön anheben kann, liften. Ich habe das Band hier oben jetzt einfach von innen mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Kann man da so reingucken? Na, fokussiere, Schätzelein. So sieht man es, glaube ich, ne? Einfach links und rechts festgeklebt mit dem Loch. Und dann guckt es hier oben raus. Ich glaube, ich tüdel da gleich noch mal ein bisschen Nylongarn, so dünnes Garn oben rum. Einfach so als Verzierung. Und dann kann man jetzt immer hier an dieser Strippe
das Ganze aufzuppeln. Jo. Okay, weiter geht's mit der Deko. Die dezente Deko ist jetzt fertig. Das ist ja auch für meinen Männer. Und da muss jetzt nicht so viel Glitzer-Pupitzer drauf, sondern ich finde es eher ein bisschen unaufgeregter, schöner für ihn. Und ich habe jetzt nochmal mit den neuen Herzstanzen hier gearbeitet, an das Nylongarn rangetüdelt in weiß. Hier sind diese Outline-Herzchen. Und hier unten habe ich das größte Herz. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die mir nicht verschütt gehen hier. Warte mal, das ist doch schon passiert. Ach nee, auf der Rückseite sind sie alle gelandet. Also das größte Herz habe ich hier vorne genommen und nochmal aus dem restlichen Papier, aus dem verschnitten, habe ich mir hier nochmal drei Herzen ausgestanzt und dann einmal hell, dunkel aufeinander geklebt. Also Rückseite, Vorderseite, Rückseite. Und die einfach in der Mitte gefeilt. Sie sind nicht ganz symmetrisch, aber wenn man jetzt hier so drei aufeinander klebt, fällt das gar nicht auf. So ein bisschen. Ich habe das jetzt mit Heißkleber gemacht. Wichtig natürlich, dass man das nur auf der Außenverpackung alles befestigt und nicht hier irgendwie die Innenbox mit zuklebt. Und dann habe ich hier wieder einen Spruch, der stammt aus Ich liebe dich, den Teelichtbotschaften. Und hier unten ist einfach diese süße Liebe. Und ja, ich weiß, es wird langsam langweilig, aber das sind im Moment meine Lieblingsstanzen. Und da habe ich hier dieses kleine Fähnchen genommen. Und da passte das Liebe sehr, sehr gut drauf. Und das war schon an Deko hierfür. Und mir gefällt es richtig gut. Sieht schön schlicht, elegant, edel aus. Wer mag, kann hier bestimmt auch noch ein bisschen Glitzer wieder unterbringen. Würde mir bestimmt auch gut gefallen. Für meine Mädels hätte ich hier noch so weiße Glitzersteine draufgepackt. Aber für meinen Mann eher nicht so. Jo. Und dann ist das eine 1A Zacki-Zacki-Verpackung.
Nach dem Schnelldurchlauf jetzt nochmal einmal in langsam zeige ich euch nochmal das fertige kleine Dankeschön-Häuschen mit einer Menge Dekokram drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Die eine Blume hätte ich mir wahrscheinlich sparen können, aber och, ist auch so ganz nett. Ihr könnt ja einmal reinluschern, wer es interessiert. Hier ist einfach nur ein bisschen ein Kurzurlaub drin, ein Cremebad und eine Hydromaske und ein bisschen Naschi. Ne? Also einfach eine Kleinigkeit, aber im Sinne von Entspannung, erhol dich mit ein bisschen Schoki. Schoki geht immer. Und hier drauf seht ihr jetzt nochmal, was ich verwendet habe. Oder es liegt auch hier. Von den Papieren her ist Heiderosa von Faltkarten zum Einsatz gekommen. Struktur Heiderosa. Und dann habe ich hier immer noch diese Reste rumliegen gehabt von den Vintage-Blumen. Da habe ich ja diesen Schuber gebaut gehabt und da sind noch so Reste. Und manchmal, ich mag es einfach nicht wegschmeißen, wenn das so besonders schönes Papier ist. Und jetzt habe ich da so diese Blätterzweige ausgeschnippelt und hier vorne drauf geklebt. Und dann eben mit den neuen Produkten ein bisschen verschönert. Seht ihr ja im Hintergrund gestempelt, ganz zart. Und hier vorne drauf wieder weiß embossed, natürlich mit meinem Lieblings-Opac Bright White in Superfine von Wow. Superfine, ganz wichtig für mich, damit man diese Schriftzüge super lesen kann. Und diese Quadrate, die sind ja auch mein All-Time-Favorite, waren mal von Moda Scrap, bin ich der Meinung. Gibt es bestimmt von Crayolize und so auch noch. Das sind eben gestitchte Quadrate in verschiedenen Größen. Ich überlege gerade, wie diese Nesting Dies, glaube ich, ist der Fachbegriff. Also so ineinander passende verschiedene Größen von diesen Basisstanzformen. Und hier oben wieder eins von diesen kleinen Tags, die ich so liebe. Hier von Kreativdepot Frau Blütenstempel. Da passte dieser Dankeschön-Stempel so gut drauf aus dem neuen Set Danke von Flabberart. Und die Herzchen habe ich hier überall ein bisschen verteilt. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben. Vorne drei, hinten drei, oben drei. Ja, und im Prinzip war es das fast schon. Und wer wissen möchte, wo diese Blumen her sind und die noch nicht kennt, die sind aus dem Shop von Farbtonpapier. Da gibt es eine Menge von diesen 3D-Elementen. Sehr aufwendig, friemelig, aber das Ergebnis ist schon ziemlich cool. Ne? Also es ist halt, ich liebe dieses Plastische. Ja, und dann verschönert mit Kreativdepot-Produkten, wie diesem Herz wieder oben drauf, macht das richtig was her. Ein bisschen von diesem Dekogras dahinter und fertig. Meine Lieblingsfarben an Nylongarn in Vintage Rosa und Algengrün. Ja, das war's. Ich hoffe, es macht eine kleine Freude, das Häuschen. Okay. Thank you.